Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Aufnahme vom FM23 mit dem VfL Bochum. Wir haben Ligapause und spielen erstmal am Dienstag unser Achtelfinale im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. Ob wir eine Überraschung schaffen, werden wir jetzt gleich sehen. Wir gehen erstmal rein und schauen, wie noch das Sonntagsspiel war. Und zwar hatte da ja Regensburg, unser Mitkonkurrent, gespielt, hat 1-1 nur gegen Fürth gespielt. Insofern sind wir aktuell gerade mal 6 Punkte vor den Regensburger nach 20 Spielen. Das sieht gut aus. In der Liga geht es weiter gegen Duisburg. Die sind 18. Aber erstmal kommt das Spiel gegen Freiburg. In der Elf des Tages wurde Johannes Horn gewählt. Das freut uns natürlich ebenso. Und wir hatten in der Woche, die ja jetzt nicht lang war, auch nochmal die Informationen zu unseren verliehenen Spielern. Cordoba, unser Torhüter, ist ja in Kleve, hat 24 Einsätze, 6,5. Das ist so lala. Florian Berisha gerade erst verliehen. Leon Tassow ist ja in Skindiana, oder wie es auch immer ausgesprochen wird. 24 Einsätze, 9 Tore, 5 Vorlagen, 7,1 in der Note. Das ist sehr, sehr stark. Noch besser in der Note ist Joshua Santos. Spielt bei Pedro Atletico 19 Spiele, 6 Tore, 3 Vorlagen, 7,6 im Schnitt. Mats Pannewick auch sehr vernünftig bei Schwarz-Weiß Essen. 30 Spiele, 1 Tor, 4 Vorlagen, 7,3 im Schnitt. Und Luis Hartwig ist ja gerade erst gewechselt, ein Spiel, aber in dem Spiel hat er auch schon ein Tor geschossen und eins vorbereitet. 7,8 in diesem Spiel erreicht bei Viktoria Arnoldsweiler. Ja, und dann gehen wir direkt rein, weil, wie gesagt, die Woche war kurz. Wir haben am Wochenende gespielt und jetzt ist Dienstag. Wir haben das Pokalspiel gegen Freiburg. Übrigens meint unser Gegner hier, Streich, hält den VfL Bochum für einen einfachen Gegner. Also schauen wir mal, Herr Streich, ob das so zutrifft. Ribeiro könnte spielen, Zoller auch. Das schauen wir uns aber dann gleich gemeinsam an. Wir schauen uns erstmal an, wie Freiburg spielt in einem klassischen 4-4-2. Höjlund hatte 10 Tore, 3 Vorlagen. Das ist gut. Zoller hat noch nicht getroffen oder vorbereitet. Jong 3-2, Eggestein 0-4, Röhl 1-2, Grifo 3-6. Das sind aktuell Elfter in der Bundesliga, spielen ein Gegenpressing und riskant und häufigeres Pressing. Klar sind sie Favorit, aber das heißt ja alles nichts. Wir wollen trotzdem dagegen setzen. Ich finde diese Statistiken hier, weil man da ja quasi erste Liga mit zweite Liga vergleicht, nicht ganz so gut. Wobei doch hier, da wird es mit der Bundesliga verglichen. Aber insgesamt trotzdem kann man da nicht so wahnsinnig viel zu sagen, finde ich. Wir gucken uns hier nochmal an. Die Kopfbälle, sehr schwaches Kopfballspiel, die schwächste Mannschaft, was Kopfballspiel angeht. Ja, das ist vielleicht auch ein interessanter Hinweis für unsere Stürmer so da oben. Wir versuchen viele Kopfbälle, ist aber nicht bisher gut gelungen. Ballbesitz, da sind sie auch hier. Ballverluste sind sie im Mittelfeld. Und Ballgewinne allerdings kurz hinter den Bayern, nur die Leipziger sind oben noch ein bisschen stärker. Also da sind sie sehr, sehr stark. Ja, gut. Das mit dem Kopfball ist natürlich ganz interessant. Die Spiele, die heute schon stattgefunden haben, also vor uns, Dortmund gewinnt gegen Lautern klar mit 5-0, Frankfurt gewinnt gegen Hertha mit 2-0, Rostock gegen Karlsruhe 1-0 nach Verlängerung und St. Pauli, nee, nicht nach Verlängerung, was heißt denn dieses A? Ach so, aktueller Spielstand, die sind noch mittendrin. Wir haben 20:45 Uhr, das ist die erste Halbzeit, das ist quasi der Halbzeitstand. Da um Bremen, St. Pauli 0-2, denn wir starten jetzt um 20:45 Uhr unser Spiel gegen Freiburg, genauso wie Köln gegen Leverkusen. Es sind 24.183 Karten verkauft, nicht ganz ausverkauft, aber trotzdem guter Besuch. Wir gucken uns erstmal den Gegner an. Da waren ja eigentlich quasi alle gefährlich, kann man so sagen. Deshalb gehen wir das auch genau so an. Eggestein normal, den Rest machen wir so. 6,6 Mark Flecken hat er übrigens häufig gespielt. 21 Einsätze, 31 Gegentore. Also es scheint, dass sie in der Defensive da sehr anfällig sind. Dann wollen wir auch mal den Herrn Flecken angehen und ein bisschen auf den schwachen Fuß zwingen. Vielleicht bringt das auch was. Ja, und da müssen wir uns überlegen, da gehe ich schon mal direkt auf nächste Partie, was wir da vorne machen mit der Kopfballschwäche. Asano ist jetzt nicht der Größte. 1,86, 81 Kilo, Sprunghöhe 13, passt Kopfball 10, das ist auch Osula eigentlich nicht. Julio Martinez fordert ja Einsätze, aber Sprunghöhe 9, Kopfball 12 ist jetzt auch nicht, ist auch nur 1,78, ist eher der kleine Wuselige. Da wäre höchstens ein Herrn Dietz, der wieder fit ist. 14 und 11, bei 1,90 groß. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir das mal ändern, obwohl ich grundsätzlich gerne Osula da im Sturm gelassen hätte mit den Möglichkeiten. Aber wie ist denn? Wer ist denn da überhaupt? Höfler ist einmal in der Innenverteidigung. 9, 9, das ist nicht gut.
Und dann haben wir hier ein Querfeld. Leopold Querfeld, 20-Jähriger. 11, 16 wiederum, schon besser, aber anscheinend ist das eine Schwäche. Sollen wir das mal versuchen auszunutzen? Dann würden wir nämlich Dietz bringen als Zielspieler. Das bedeutet ja, dass er die Bälle auch dementsprechend vorbereitet kommt. Möwald hatte ich sowieso schon ins Team geholt, weil er defensiv stärkere ist als Dowell. Und der kann auch sehr gut flanken. Das passt natürlich auch sehr gut. Man könnte jetzt ihm sagen, auf den Zentralspieler flanken, also auf den Zielspieler. Das würde ich in dem Fall auch gerne tun, weil ja Asano, wie gesagt, nicht der Kopfballstärkste ist. Wir versuchen das mal so. Und das sage ich übrigens, wenn es denn überhaupt geht, den beiden auch. Es geht. Häufiger flanken ist ja sowieso schon und nächstes Mal nicht. Wie ist denn überhaupt das Flanken hier? 13 bei Walde. Ja, dann sagen wir doch auch mal häufiger flanken, machen auch frühe Flanken und stellen uns mal komplett darauf ein. Das ist natürlich, Horn kann das auch sehr gut. Das müssten wir bei den beiden ja auch machen. Ne, bei ihm jetzt weniger, bei ihm ist es eingegeben. Und dann würden wir nämlich hier auch über Franken früh schlagen. Da verspreche ich mich jedes Mal gehen. Geordnet lassen wir erstmal raus dementsprechend. Das klappt die letzte Zeit ganz gut. Gegenpressing. Naja, da stellen wir uns, das haben wir ja schon mal gemacht, war gar nicht so verkehrt, mal ein bisschen zurück. Und hier den tieferen Block, na, so offensiv spielen die gar nicht. Und 11. in der Tabelle heißt jetzt auch nicht unbedingt, dass wir mega Angst haben müssen. Wir machen es mal nicht. Aber wir gehen in die Zweikämpfe. Wir versuchen da wirklich die Mannschaft auf den Füßen zu stehen. So stelle ich mir das vor. Also nicht viel rotiert. Möwald und Dietz sind neu im Team. Und der Rest ist so wie immer. Zoller ist wieder raus, weil ja auch Sula bzw. Dietz wieder fit geworden ist, der jetzt direkt ins Team rückt. Von daher, ja. Gehen wir mal auf den Gegner ein. Mal gucken, ob uns das wirklich hilft. Wir schauen rein. Ich bin mega gespannt, ob wir einen Hauch einer Chance haben, das Viertelfinale zu erreichen. So, Herr Streich, herzlich willkommen hier in Bochum. Revanche. Genießt und spielt euer eigenes Spiel. Das machen wir ja nicht so ganz, weil wir ja auf die anderen eingehen. Aber egal, wir gehen jetzt mal komplett in die Motivationsschiene. Und dann zeigt dem Herrn Streich mal, was wir hier in Bochum können. Auf geht's, wir in Blau, Freiburg in Rot. Das war jetzt nicht der beste Platz von Herrn Förster, aber passiert. Da geht er schon ziemlich weit vor. Ich hatte ja auch eingestellt, dass wir ihn angehen sollen. Dann sollen wir das eigentlich auch hier in der Pressing-Geschichte mal machen. Ob wir uns da zu sehr auseinanderziehen, sehen wir ja dann. Hoffentlich ist es dann nicht zu spät. So. Viel Training war nicht. Bisschen verdichtendes Pressing haben wir trainiert. Grifo auf Höhlund. Und der fackelt nicht lange, aber drüber. Gibt es denn hier mittlerweile einen Videoassistent? Ich glaube, ab dem Achtelfinale auf jeden Fall. Müller, uiui. Ja, Dietz, den musst du dann klarer festmachen. Was ein Gebolze gerade, oder? Höllund. Aber Müller pariert. Und dann Ribeiro. Unkonventionell geklärt, würde ich mal sagen. Zu 5, jetzt 2 zu 5 Schüsse, also Freiburg hat schon mehr vom Spiel, aber wir haben mehr Ballbesitz.
Lassen nicht so viel zu, kommen aber auch nicht so wirklich selbst zum Zug. Naja, sehr schön. Ah, aber Asano setzt nach. Was für ein Fehler von Müller und Sorlo. Trifft zum ersten Mal in der Saison. Ja, das war natürlich Kapital. Lapsus. Dass er raus muss oder rausgeht hier, ist ja nicht das Problem. Der Pass ist natürlich dann das Katastrophenproblem. Kapitaler Schnitzer von Müller, obwohl er zuvor gut gehalten hat. 7-1. Jetzt wird er wahrscheinlich ein bisschen runterrutschen, sogar auf 6-6-0-1. Schöner langer Ball. Dietz. Oh, ja, ja, ja. Und der macht's genauso. Super. Da ist der Ausgleich. Florian Dietz. Flecken, ja gut, nicht genauso, aber ähnlich ist die Situation. Flecken kommt nämlich auch raus. Und dann gewinnt Dietz nun mal eben den Zweikampf. Aber der Ball allein schon von Batista Meier richtig gut. Und dann, ja, 50-50 Chance für den Torhüter. Und der dann noch versucht zu grätschen. Dietz schiebt ihn aber rein. 1-1. Sein drittes Pflichtspieltor. Es ist der Knoten wirklich geplatzt. Schnelle Antwort von uns, sehr cool. Horn auf Asano. Sehr schön, wieder Dietz. Aber geblockt, oder nicht? Sie sich selbst angeschossen, glaube ich. Das sah nämlich so aus, als wenn der Ball irgendwie von einem anderen Bein abgeprallt ist. Janicek kriegt gelb, kümmern wir uns auch gleich drum. Walde erstmal raus, Möwald. Ah, oh, wieder so Fehler. Das ist das, was ich in der Bundesliga-Zeit immer meinte. Solche Fehler darf man sich auf diesem Niveau nicht erlauben. Aber jetzt sind wir im Angriff. Batista Meier. Sehr schön auf Asano. Spitzer Winkel und Flecken hält. Schade, richtig gut. Ecke aber jetzt. Stöger. Kein Erfolg. Aber wir sind rangekommen, was die Schüsse angeht. Waren ein bisschen aktiver die letzten Minuten. Oh, wieder Solai. Da stand er beim Abseits. Jetzt bekommt auch Höfler gelb. Halbzeit 1-1. Wie gesagt, wir haben hier irgendwann, nämlich genau zu diesem Zeitpunkt, das Spiel gekippt und sind wesentlich stärker geworden und haben jetzt verdient den Ausgleich geschossen. Batista Meier auch wieder sehr stark. Ich würde fast sagen, dass wir vielleicht noch ein bisschen breiter spielen, aber das, der Gegner spielt eigentlich relativ kompakt. Gucken wir uns jetzt nochmal an. Weiter an Arbeiten und das Ergebnis kommt von alleine vielleicht. Ja, was ich meine ist, dadurch, dass wir bei außen ja viele... Was macht er jetzt? Ah, ihn wollte ich angucken. 4-4-2, ja. Ich mach's mal, weil ich denke schon, wir wollen ja viele Flanken schlagen und das haben wir gerade unseren Außen gesagt, dass Dietz dort immer wieder gefunden wird. Von daher, das steckt dahinter gedanklich. Und alles andere kann grundsätzlich so bleiben. Wir haben hier nicht die schlechtere Mannschaft letztendlich. Ja, ich gehe so weiter rein, würde ich sagen. Was haben wir hier? Gelassen Möwald. Den motivieren wir mal, weil er soll unter anderem für die Flanken sorgen. Förster motivieren wir. Dennis Horn. Den machen wir mal ein bisschen heiß. Das war nicht genug heute. Und Walde ist motiviert. Okay, dann geht rein. Noch ist alles drin. Schön von Horn. Jetzt ist er wirklich heiß. Jetzt bekommt auch Walde gelb, der nächste Verteidiger. Wir spielen ja immer noch mehr mit Zweikämpfen.
Würde ich aber erstmal so belassen. Ich hoffe nicht, das wird leichter mit 10 Mann. Das wird natürlich dann ganz schwer, wenn uns das passieren sollte. Langer Ball von Müller. Schön gespielt, Asano. Sehr schön auch Batista Meier. Der fackelt nicht lange und Flecken hat die Fäuste oben. Deswegen nur Ecke. Schade, gute Aktion. Aber wieder super gesehen von Asano. Was passiert da? Irgendwie Schubser. Offensivfoul. Möwe hat nur 6-5. Stöger. Ribeiro holt den Ball zurück. Ganz eng da. Batista Meier super auf Asano. Und der macht's, wenn es nicht abseits war. Nein, der Schiedsrichter guckt zur Mitte. Also 2-1, wir führen. 58. Asano macht wieder ein richtig starkes Spiel. Aber auch wieder diesmal Batista Meier mit der Vorarbeit. Wieder richtig klasse. Zack, da steckt er ihn durch. No-Look-Pass, hätte ich fast gesagt. Und dann schön am Keeper vorbeigeschoben. 2-1 führen wir. Stark. Noch zu früh, um hier irgendwie was zu blocken. Ah, super gemacht. Asano sprintet dazwischen, geht vorbei und dann, oh, Ecke. Höfler wirft sich in die Bahn. Da hat Freiburgs Abwehr ein bisschen geschlafen. Asano war hellwach und holt uns deswegen eine Ecke, die vielleicht das dritte Tor bringen kann. Nein, leider nicht, aber es gibt eine zweite, ein zweiter Ball, aber den vertändeln wir. Na gut. Es sind einige kaputt, das war auch fast klar. Guckt euch Freiburg an, da sind auch einige kaputt. Von daher muss man jetzt echt mit Bedacht wechseln. Stögers Ecke. Ich hätte jetzt Janicek eventuell vor, der auch kaputt ist und schon gelb hat, und dafür Oermann bringen. Das wäre jetzt meine Überlegung. Super Pass auch auf Asano. Der in die Mitte, da ist diesmal keiner. Förster. Uiuiuiui. Der flatterte aber lange in der Luft. Ja, ich würde das schon durchaus tun. Einmal aus frischen Gründen, einmal wegen der gelben Karte. Das ist die eine Geschichte. Und nochmal frischer Mann, Stöger, heute auch stark, aber ich würde Philipp Scholz für ihn bringen. Wobei wir nachher an die Standardsituation wieder denken müssen. So ein bisschen ist ja noch nichts passiert, aber Elfmeter hatte nur 9. Das ist jetzt nicht ganz so stark. Philipp Schulz hätte da auch nur 6, wäre der Schwächere. Aber wir haben auch noch andere, die treffen können. Aber da wollen wir ja auch noch gar nicht dran denken irgendwo. Wir werden jetzt hier mit, oder wir bringen Rocco Reitz. Das ist natürlich auch die Überlegung. Der ist elfmetertechnisch etwas stärker, ist auch erfahrener. Ist aber jetzt nicht Deckung 11, Tackling 12, 13, 12. Ich bringe Reiz auf selber Position. Zwei frische Leute braucht das Land. Weishaupt und Petersen bringen die auch. Zwei neue Leute, frische. Die eine ist, Petersen ist auch Stürmer. Deswegen mal eben reagieren. Walde nur 6-5. Egan Riley könnte natürlich ihn auch ersetzen. Ui, ganz schlecht. Nach dem Einwurf eine Chance des Gegners zulassen. Wo sind wir denn da? Da ist einer ganz frei. Boah, haben wir da Glück gehabt. Meine Güte. Nach einem eigenen Einwurf lässt man sich so auskontern. Katastrophe. Schöner Konter jetzt hier, Asano. Lang auf wen? Auf Möwald. Förster, Mann, Möwald. Was spielst du dir da ein Rotz zusammen? Entschuldigung. Ja, Mann, nicht gut. Petersen. Meier. Kevin Vogt kommt jetzt für Röhl.
Das ist zwar jetzt nicht der Grund meines Stops, doch wir werden jetzt Osula bringen. Als Stoßstürmer. Doch werden Asano unterstützend zurücknehmen. Möwald die Flanken rausmachen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir wollen da auch ein bisschen. Wir bringen ihn Riley noch für Walde. Das ist die nächste Wechselgeschichte. Wir wollen natürlich da jetzt ein bisschen gucken, dass wir nicht zu schnell auf alles spielen. Deswegen Disziplin reinbekommen. Und das ein bisschen machen. Noch hinten rausspielen, vorne geduldig spielen. Und der Torhüter darf schon mal ein bisschen verzögern. Das ist unser Plan. Und der Block ist ein bisschen defensiver. Ich habe Vertrauen in euch. Gegen Riley heute nicht so motiviert danach. 10 Minuten wären es noch. Was tun? Standards nochmal rausholen, bringt Zeit, neu formieren, Formation halten. Jetzt müssen wir echt. Nochmal ermutigen für die letzten 3 Minuten. Komm. Na, da musst du den Ball entweder klären, aber nicht so. Der Glück. Leck mich fett hier. Zwei Minuten noch. Osula kann den Ball nicht behaupten. Freiburg ist dabei. Lucas Ribeiro. Keine Spirenskis da hinten. Gegen Riley schön raus. Asano ist aber nicht der Größte, um den Ball zu gewinnen. Wieder Petersen. Steckt durch und Jöland in die Wolken. 20 Sekunden. Leute, packen wir es hier. Letzte Chance wahrscheinlich. Die Zeit ist rum. Grifo mit der Flanke. Und drüber. Das war's doch wohl. Jawohl. Viertelfinale willkommen. Vielen Dank, Herr Streich, dass Sie mit Ihrer Mannschaft hier waren. Sehr cool. Sehr cool. Sehr gute Noten. Natürlich ein bisschen glücklich. Aber was heißt glücklich? Guckt euch die Kurven an. Also wir waren insgesamt, wenn wir mal die ersten 25 Minuten so hinsehen, waren wir die bessere Mannschaft. Also haben wir schon durchaus sehr verdient gewonnen und sind ins Viertelfinale eingestoßen. Ich fass es nicht. Eingezogen natürlich, schon ganz nervös hier. Ja, cool. Haben wir richtig gut gemacht. Das war ein hervorragender Sieg. Die anderen Spiele noch. Es waren ja noch welche nicht fertig. Also Köln unterliegt Leverkusen 1-2. Bremen verliert gegen St. Pauli 1-2 und Rostock gewinnt gegen Karlsruhe 2-0. Die anderen beiden Spiele waren schon durch. Ja, wir haben es geschafft. Erhalten 700.000 Euro, das ist das eine, sehr schön. Aber das andere ist natürlich Viertelfinale. Wer hat das nicht gern? Morgen, wir können ja mal ganz kurz schauen, gibt es ja die weiteren Spiele. Beziehungsweise es gibt nur noch 2 Spiele, nämlich Bayern gegen Wolfsburg und Heidenheim gegen Leipzig. Und dann steht das Viertelfinale fest. Wann wird das ausgelost? Steht in dieser Woche noch nicht. Meistens steht es hier. Manchmal kommt das aber auch sehr überraschend. Oder ist die Auslosung wirklich sehr spät? Also hier kommt nichts. Ich glaube mal nicht, dass die so lange war. Naja gut, warten wir drauf. Sehr cool. Wir spielen schon am Freitag wieder. Nämlich gegen Duisburg, Tabellenletzter. Müssen wir uns natürlich genauso wieder zusammenfassen. Aber erstmal haben wir Freiburg besiegt und Herrn Streich besiegt. Sehr cool. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid gegen Duisburg wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und vor allem wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.